So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Wir öffnen heute das 11. Türchen. Ja, heute etwas früher. Aber ich gehe davon aus, dass ihr euer 11. Türchen schon aufgemacht habt. Ich werde es jetzt machen. Einmal von Lego Star Wars, Lego Marvel, der es nicht weiß. Nummer 11 ist beides gleich. Heute fange ich mit Star Wars an. Ich wechsle mich ja immer um. Ja, der eine oder andere kennt das oder sieht das schon, was es sein kann. Viele kleine Teile. Ich versuche es mal schnell zusammenzubauen. Eigentlich ist es ja immer ziemlich fix und einfach, aber diese Bauanleitung in klein. So. Einer ist runtergefallen. So, jetzt mal gucken. Dieser gelbe jetzt. Da drauf kommt dieser schwarze. Dann kommt an den schwarzen hier hinten ein blauer. Das auf beiden Seiten. Dann kommt der blaue nämlich so drauf. So drauf. Hier. Blaue. So hin, jetzt kommt der. Ziemlich weit nach vorne, da kommt der graue dran. Ein blauer dran. Das passt irgendwie nicht ganz von der Höhe. Seht ihr das? Aber wir machen mal weiter. Dann geht's. Die Art Kanon. Einmal. Zweimal. Oben drauf kommt noch eine. Aber als zweites hier hinten. Okay. So, müsste da so, aber man kann es erkennen, was es sein soll. Und das ist ja wichtig. Sieht natürlich merkwürdig aus in klein. Aber naja, nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt, mal alles auf den Haufen legen, das 11. Türchen von dem Marvel-Kalender. Hier haben wir drin. Oh, ihr seht, das könnte ein Regalschrank für Thor's Hammer sein. Scherz beiseite. Aber mal gucken. Oh, ein Tütchen mit größeren Teilen. Das ist immer gut. So, mal eben schnell versuchen aufzubauen. Einmal davon müsste es doch einen zweiten geben. Da hinten. Wieso sie nicht einen zweiten dabei tun? So einen langen Eimer, zweimal, ha, geht doch ziemlich fix bis jetzt. Ein Kamin ist das. Okay, ein Kamin, die goldene Platte da rein, zack, jetzt kommt der braune da hinten dran, wo das Feuer so drauf kommt. Ja,
Ihr kennt das ja, ab und zu schnell vor die Kamera. Einmal, zweimal das Feuer reinstecken. Einmal, zweimal, goldene Gitter vorne und das Ganze dann hier drauf. Und das ist einfach nur ein Kamin. Witzig gemacht mit Thors Hammer, aber nichtsdestotrotz, das war das 11. Türchen. Ich hoffe, ihr hattet was richtig Cooles drin, auch wenn es nur Schokolade ist. Die kann richtig cool sein, nämlich schmecken. Aber nichtsdestotrotz, ihr kennt das ja, irgendwas von Lego Weihnachten werde ich euch unter dem Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.